Hallo Leute, hier ist wieder Xi und Squad mit Mega Man X 3, heute mit Blizzard Buffalo. Blizzard Buffalo, ja. Passt schon. Ich weiß alle Namen, nur von dem einen weiß ich es gerade nicht mehr. Aber naja, da kann ich ja später nachschauen. Und ja, was in diesem Spiel aber auch wieder der Fall ist, dass wir, wenn wir bestimmte Gegner erledigt haben, dass wir einen Effekt in den anderen Gebieten feststellen können. In diesem Gebiet dürfte das... Moment, welcher Gegner war das nochmal? Ich glaube, das dürfte Gravity Beetle gewesen sein. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. So. Ah, wir dürfen durch. Na gut. Kein Kampf. Jedenfalls sieht man das dann hier dran, dass mehr Strom läuft. Man hätte es vorhin an den Straßenlaternen auch schon gesehen, aber muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich gerade nicht mehr daran, was genau die Voraussetzungen waren. Wenn man hier nach unten geht, kommt man übrigens zum Teleporter. Der jetzt natürlich nicht mehr da ist, denn wir haben die Fabrik ja, wir haben Wahl vertrieben und sind aus der Fabrik geflüchtet. So, da oben hätten wir wieder einen Energietank. Und wenn wir hier weitergehen, hier rüber, einmal könnte man da ganz links den Generator des Schneesturms zerstören. Da liegt glaube ich noch ein Leben. Wenn man hier rüber geht, wenn man da reingehen würde, da würde sich was ganz Wichtiges befinden, nämlich die Verbesserung für die Schuhe, mit denen man dann sogar nach oben sich mit denen man sich sogar nach oben befördern kann. Ja, in dem Spiel ist ziemlich viel versteckt, wenn man so drüber nachdenkt. So, mal sehen, wie hast du funktioniert. So nicht, mein Lieber. Autsch. Okay. Wieder der Strahl. Wenn wir da reingeraten würden, würden wir die ganze Zeit wieder eingefroren werden. Da würde er versuchen, uns auf die Hörner zu nehmen. Na gut, mach noch ein letztes Mal deinen Angriff, bevor du krepierst. Und Ende. Unter 4 Minuten. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Ja, der Eisgegner dieses Spiels. Gut, ich muss sagen, Blizzard Buffalo ist gar nicht mal zu... Sollte man nicht mal unterschätzen. Weil ich mir auch gerade denke, meine alte Taktik könnte sogar gewesen sein, dass ich ihn weglaufen lasse, wenn er gegen die Wand rennt, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Nee, ich glaube, meine frühere Taktik war dasselbe, nur ohne den weiten Sprung. Jetzt kam ich halt wesentlich leichter von ihm weg. Das macht halt einen großen Unterschied. Ja, ich habe mir ja gerade gedacht, dass ich auf die Schwächen vielleicht mal eingehen könnte, aber... ich glaube, das mache ich ganz zum Schluss mal. Dass ich dann nochmal, bevor ich in die finalen Level gehe, sage, wessen Waffe gegen wen effektiv wäre. Auf jeden Fall kümmern wir uns jetzt um Gravity Beetle. Mal sehen, wie lange das dauert. Ja, auch ein absolutes Ohrwurmlied meiner Meinung nach.
Und sein Level hatte eine ganz spezielle Wirkung, wenn ich mich nicht täusche. Oder nein, nein, das war nicht sein Level. Das ist das Level, welches hier ziemlich viel Effekt nach sich zieht. Das ist das von Last Hornet. Wahrscheinlich ein Gegner, den wir in der nächsten Folge besiegen werden. Ah, ich darf wieder weiter. Dankeschön. Das hat hier den Effekt, dass in dieser Halle, in der wir gerade waren, einige Kisten verschwinden. Dann können wir nämlich ein Herzteil, was wir... Herzcontainer. Was wir hier sehen, das ist eine Right Armor. Bringt uns allerdings nichts, wenn wir nicht die erste befreit haben. Also wir müssen wirklich diese Plattformen erstmal aktivieren, bevor wir irgendwas damit anfangen können. So, du warst im Boden drin, deswegen hast du nichts machen können. Naja, nicht mein Problem. Mal wieder ein Aufzug, die in Mega Man ja dafür bekannt sind, dass sie so schnell sind und überhaupt keine Zeit rauben, aber naja, wir kriegen ein Leben. So, weg mit dir. So, machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller hier. Ohne die Rüstung für die Beine. Das war ein bisschen langsamer, aber naja. So, hier haben wir wieder sowas. Das würden wir benötigen. Da würden wir was benötigen, wenn wir am Ende dieses Raumes etwas öffnen wollen würden. Ist besonders spaßig hier hochzukommen. Das funktioniert aber auch nur mit einer Right Armor wirklich gut. Die meiner Meinung nach beste. So, damit könnte man das hier zerstören und würde hierbei an... Ja, auch wieder was für die Rüstung kommen. Allerdings nicht einfach nur ein... eine normale Verbesserung, sondern eine Verbesserung einer Verbesserung. Wobei ich noch nicht so ganz... Wobei ich nicht mehr im Kopf habe, was die gebracht hat. Hier war es die Verbesserungsverbesserung für den Helm. Keine Ahnung mehr, was die gebracht hat, aber... Naja, wir sind beim Boss. Dieser Boss... hat eigentlich nichts Besseres zu tun, als immer wieder so einen kleinen Hüpfer zu machen und diese Projektile zu werfen. Ah, gut, das war schlecht. So, ja, bei der Attacke muss man da aufpassen. Sobald man das, dieses schwarze Loch, das er da oben gebildet hat, berührt, stirbt man. Aber er springt eben auch wesentlich höher. Und was dann auch noch besonders ist, er macht dann nur noch diese Attacke. Und ich habe so das Gefühl... Oh, schade. Ich dachte gerade, ich könnte ihn irgendwie dazu bringen, dass er die Attacke immer wieder macht. Ja, wobei, er scheint sich öfter für diese Attacke zu entscheiden, wenn ich auf Entfernung bin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er gerade keine Lust, ein schwarzes Loch zu rufen. Nö. Jetzt ist auch zu spät, Gravity Beetle. Tut mir leid. Dann habe ich auch keine Lust mehr. Ah gut, mit diesem Boss kann ich jetzt noch spaßen. Einer dieser 8 Bosse wird mir große Schwierigkeiten bereiten. Und das ganz gewiss. Und allzu lange kann ich mich auch nicht mehr davor drücken, diesen Boss zu bekämpfen. Bei meinem Glück muss ich dann auch noch bald im Level dieses Bosses besiegen. Und das hier ist die wohl... Ja, was heißt... Ja doch,
die wohl nutzloseste Waffe, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine, dass diese wirklich nur gegen die Gegner wirkt, gegen die sie auch wirken soll. Aber naja. Auf jeden Fall werden wir uns beim nächsten Mal um diesen Gegner hier kümmern, Toxic Seahorse. Dazu würde ich, dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder bei Mega Man X3. Ich bin Xy, bis dann, Leute.